Und wieder zurück bei Assassin's Creed. So, also, in der letzten Folge habe ich mich noch gefragt, ob ich das mit der Sphinx noch mache. Ich lasse das mal beiseite, das machen wir später. Stattdessen schnappe ich mir das hier. Jetzt gucken, ob wir ein Foto haben. Das Teil, das ist nämlich auch noch ein Fähigkeitspunkt. Und dann würde ich sagen, gehen wir Richtung Hyäne. Ach Quatsch, die Hyäne habe ich schon getötet, die Echse. Die wir noch machen müssen. Oh, verdammt! Ich wollte eigentlich in den Dings springen, aber das hat er wohl nicht getan, ne? Nun, das Ziel ist eigentlich noch, die Fähigkeit noch zu erlernen für Giftpfeile und mich dann dazu die Echse zu bewegen. Da hinten wollte ich hin, ne? Hier habe ich markiert. Gut, also so kann man sich auch mal töten, wenn man Bock hat. Ach, mir fällt noch was ein. Die ganze Zeit rumklicken hier, Mensch. Ich habe hier noch viel mehr Lebenspunkte. Und Schilder. Ja, Feuerwiderstand, Fernkampfwiderstand ist natürlich ein großes Schild. Bringt mir aber nicht so viel. Let's go. Bester Tod überhaupt. Wir gehen gerade hin. Was ist das? Sterne anordnen. Warte mal. Warte. Kann ich hier was anordnen? Hä? Mein Sohn. Du wolltest die Sterne. Die Steinkreise zeigen die Plätze der Götter im Himmel. Und dein Großvater erzählte mir, dass sie auch unseren Platz in der Welt zeigen. Ich werde jeden Steinkreis finden. Die Sphinx und die Pyramiden auch. Und ich finde meinen Platz. Und du wirst sie bekommen. Wie mache ich das jetzt? Sieht aus wie ein Pferd, ne? Finde das Sternenbild. Aha. Magi sind den Göttern verpflichtet. Wir müssen stark sein und bereit zum Kampf. Es ist ein Löwe. Der göttliche Löwe. Ach so. Ah, jetzt habe ich's verstanden. Jetzt habe ich's verstanden. Diese Steine, die Anordnung der Steine, waren doch genau die gleichen Steine, die wir in der Sphinx gefunden haben. In der Sphinx im Inneren hatten wir doch auch den Himmel oben an der Decke. Im ägyptischen Reich symbolisiert die Decke immer der Himmel. Und wenn Zeichen oben an der Decke sind, hat das immer mit dem Himmel zu tun. Das heißt, die Zeichen an der Decke oben bei der Sphinx unten drin symbolisieren den Himmel. Und die Sternenbilder, die wir jetzt hier angeordnet haben, die haben wahrscheinlich mit der Sphinx zu tun, weil in der Sphinx gab es auf dem Boden die Karte, ne, mit den Pyramiden. Das heißt, überall haben wir diese Punkte verteilt und das hat irgendwas miteinander zu tun. Irgendwas! Das hat irgendetwas miteinander zu tun.
Irgendetwas. Ich weiß noch nicht was. Vielleicht muss ich... Ich habe jetzt ein Sternenbild angeordnet, ne? Ich habe ein Sternenbild angeordnet. Das ist irgendwo in der Wüste. Gibt es noch ein zweites, das vielleicht irgendwo in der Wüste ist? Hier. Okay, das hat jetzt ganz kurz Priorität, ne, Leute? Das hat ganz kurz Priorität. Meine Damen und Herren, das hat Priorität. Das heißt, wir reisen hier hin. Dann da hoch. Nein, ich will gerne reisen. Will ich das verkackte Bild angucken. Danke. Und wenn wir dann das zweite Sternenbild gelöst haben, wenn ein Sternbild da ist, gehen wir nochmal zurück zur Sphinx. Gehen runter und schauen uns an, ob sich da etwas getan hat. Wenn sich da etwas getan hat, dann müssen wir all die Sternenbilder auf der Karte finden, um dann in die Sphinx einzudringen. Das könnte es sein. Das finden wir jetzt heraus. Auf! Ja. Oh Mann ey, dann fahr ich halt selber. Alles gut, aus dem Weg hier. Heck. Springen oder sterben heißt die Devise. Warte mal ganz kurz. Darf ich kurz? Besten Dank. Die anderen zwei haben es gar nicht mitgekriegt, ne? Das sind die besten Leibwächter, die ich je gesehen habe. Hier dick und doof. Ne? Also, werden wir herausfinden, ob das wirklich stimmt, was ich mir jetzt in den Kopf gesetzt habe. Spannend, sehr spannend. Ja, das sieht gut aus. Okay, die Bremse ist kaputt, ne? Man hat's gesehen. Und... Sieht aus wie eine Schlange. Papo, woher weiß man, dass man verliebt ist? Warum, Chemo? Glaubst du bist verliebt? Ich weiß nicht. Liebe soll sich gut anfühlen. Du und Mama sind die einzigen. Ein Skorpion. Selket. Jeder Stein. So. Jetzt gehen wir nochmal zur Sphinx. Lassen uns das bestätigen. Es wird angenommen, dass Kleopatra als einzige Angehörige der Ptolemäer Ägypten sprach. Was? Ägyptisch sprach. Die Sprache ihrer 7 Millionen Untertanen. Ptolemäer-Dynastie. Die Ptolemäer übrigens, das sind Griechen. Das waren gar keine richtigen Ägypter. Als Alexander der Große da über das ganze Heer, also über das ganze Herr drüber ist, uns eingenommen hat,
haben dann nachher die Griechen das Pharaonenreich übernommen. Das heißt, sind gar keine hundertprozentigen Ägypter. Soweit ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ich klaue ihm am Pferd, ja. Danke. Die Ptolemäer. Nachfahren. Ist Alexander. Sphinx. Also nicht von Geburt an. Sie ist kleiner als erwartet. Waren Generäle, glaube ich. Ein verborgener Eingang. Wie konnte ich den übersehen? Gar nicht, wir waren hier schon mal. Aha, weil ich gestorben bin wahrscheinlich. Wir rennen einfach durch. Ich weiß in etwa, wo ich hin muss. Ah, eine Sackgasse. Das ergibt keinen Sinn. Doch. Es muss einen Weg geben. Okay. Dann hier. Zünden das trotzdem noch kurz an. Bei Amun. Was ist das? Ja, 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 ja! Es macht Sinn! Jedes Loch steht für 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sind ziemlich viele. Und weit über 10. Okay. Aber das ist es. Das ist das Rätsels Lösung. Das ist das Rätsels Lösung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also hier auf der Karte sind es 12. Wenn jeder Stein für eins dieser Teile steht, sind es 12. Das heißt, ich brauche noch 10. Ha! Okay. Gut. Die sind aber übers ganze Land verteilt wahrscheinlich, das heißt, die finden wir jetzt so schnell nicht. Das werden wir mit der Zeit dann abschließen. Jetzt ist wichtig, dass wir die Hyäne, die Echse finden. Wo ist die Echse? Hier hinten, alles klar. Let's. Oh, das ist nicht mal ein Punkt, den ich habe. Oh man. Okay. Ich habe jetzt gerade den Unterschied. Gerade den Unterschied vom Streitwagen gemerkt. Streitwagen ist schneller als ein normales Pferd. Ziemlich. Ja. Verteidigt. Oh, ziemlich viel Gold eigentlich. Na egal. Wir müssen weiter. Ist noch eine Höhle? Ja, auch noch was? Vielleicht ein Aussichtspunkt noch? Ich stecke fest. Autsch. Und das schaffst du? Streitwagen des Todes! Da, hier. Umgenietet, die Jungs. Ja, wie seid ihr nicht schnell genug?
Eigentlich müsste ich das Ding schon noch holen, aber egal. Hier vorne hat sicher auch noch einen Punkt. Einfach weiterfahren. Nervt mich immer noch, dass das nicht auffüllt, obwohl ich hier Pfeile ganz klar drin habe. Egal. Da muss ich hin. Ich sollte direkt mit Pascha Remta sprechen. Er ist vermutlich im großen Tempel. Einen Moment. Hallo, Händler. Ich hätte gerne das aufgerüstet. Wow. Zum Glück kostet das nicht so viel. Aber irgendwo müsste ich noch meinen Pfeil aufrüsten, meinen Bogen aufrüsten können. Wow. Ist ja ein Vermögen an Gold, was hier. Wahnsinnig teuer, Mensch. Was ist denn das für Wucherpreise hier? Ja, sag was du willst, aber hier komme ich nicht mehr her. In einem Moment noch. Das Ding will ich mir schnappen. Dann habe ich nämlich alle voll. Bin ich gespannt, was dann passiert. Meine Füße mögen mich als Anubis laufen lassen. In Bewegung. Aha. In einem Busch. Einen Moment, jetzt habe ich theoretisch alle hier, ne? Muss ich die dann noch abschließen? Oh? Wobei ich geheilt bin. Memphis. Eine schöne Stadt. Aber sie riecht wie ein Schlachtfeld. Oder ein... Oder ein... Grab. Tja, 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 tja. Zwei noch, die Echse und das Krokodil. Dann haben wir es. Und go. Okay. Eine Riesenstadt. Unfassbare Riesenstadt. So groß, dass wir da hinten sogar nochmal einen Punkt haben. Warte mal. Wow. Okay, dafür müssen, da müssen wir nochmal runter und dahin. Aber dass ich beide Punkte habe. Dann sind wir so oder so ganz nah. Thank you.
Ich fühle mich schon etwas mächtig mit dem Streitwagen. Aber ich glaube, ich darf die Leute hier nicht so töten, ne? Wow. Wow, wow, wow. Was passiert gerade? Was ist los? Die Stadt ist zu groß. Ich töte die einfach, ne? Die stehen nicht mehr auf. Wenn ich mit einem Streitwagen drüber gehe, dann stehen nicht mehr auf. Die sind tot, für immer. Hey, alles klar. Gut. Wissen wir es jetzt, ne? Sind die cleverer geworden, mussten 50.000 Leute sterben, aber immerhin wissen wir jetzt, wenn wir einen Streitwagen drüber fahren, sind sie tot. Ziemlich grausam eigentlich. Ja, jetzt sieht man erst das volle Ausmaß. Heftig. Mal, da hinten gibt es noch mehr Pyramiden. Oh, da ist gerade einer auf der Jagd nach mir, der Fremde. Die haben wir scheinbar noch eine Pyramide. Ich denke, dass wir... Hier auch. Man sieht sie ganz leicht im Schatten, ne? Die große Sphinx. Na gut. Weiter geht's in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bis dann.